Yo Leute, willkommen abermals zurück zum Legendenmodus von Hyrule Warriors Legends. Was hier irgendwie von Namen her super zusammenpasst. Legends, Legendenmodus, Legend Mode und so weiter und so fort. Wir sind schon relativ weit gekommen. Denn da oben steht es auch nochmal schön, das letzte Kapitel bis zum Ende. Das ist jetzt die vorletzte Schlacht, was die Hauptstory anbelangt. Es kommt jetzt nachher nur noch mal eine allerletzte Schlacht. Und wenn ich damit dann durch bin, dann bin ich gespannt, was ich freischalten werde. Weil da gibt es nämlich noch ein paar andere Dinge. Also in Legends gibt es ja ganz neu noch einen zusätzlichen Epilog mit Inhalten aus Wind Waker. Aber soweit ich jetzt informiert bin, werde ich das noch gar nicht sofort freischalten können. Sondern dafür muss ich, abgesehen von der ganzen Hauptstory, die ich durchgespielt haben muss, ich glaube ich auch noch alle Schlachten mit Linkel gemacht haben. Und was wohl auch kommen wird, wenn ich hier durch bin, die Nebengeschichte mit Seer, Volga und Pyroma. Das kam ja damals auf der Wii U mit einem Update und dem Master Quest DLC Paket kam das ja dazu. Da sind dann nochmal ein paar Schlachten, dass man die Geschichte noch aus Seers Sicht erlebt. Das waren aber glaube ich eh nur 5 und die dauern auch nicht so mega lang, aber die muss ich anscheinend auch noch durchmachen. Die muss ich auch noch durchspielen schaffen. Und erst dann, wenn das alles geschafft ist, dann müsste sich hier ganz am Ende noch der ganz, ganz neue Wind Waker Epilog für mich öffnen. Aber das hat er dann so gesehen noch Zeit. So, wir sind jetzt hier als nächstes in der Gerudo-Wüste. Allerdings jetzt nicht mehr mit Gandalf, der hat schon sein Triforce zusammen, das ist ja das Üble, der hat sowohl Lana das Fragment der Kraft entrissen, als auch von Link und Zelda das Fragment des Mutes und der Weisheit bekommen. Der hat jetzt das gesamte Triforce und das ist ziemlich, ziemlich kacke. Und deswegen sind Link, Sheik, Lana und Zelda jetzt in der Gerudo-Wüste. Warum auch immer, wir werden es gleich rausfinden. Es gibt wieder eine Skulti, ein Herzcontainer für Link, wenn ich den finde. Lana, ein Herzteil ist nie so wichtig, aber Herzcontainer für Link wäre ganz nice. Und der liebe Link ist bei mir schon auf Stufe 42. Und vor allem, ich habe schon so viele Herzen. Ich habe jetzt die erste Herzreihe komplett voll. Das waren, glaube ich, über 15 Herzen. Und 45 ist ja das absolute Obermaximum. Da weiß ich nicht, ob das am 3DS überhaupt so möglich ist wie auf der Wii U. Oder ob es da ein bisschen reduziert. Weil da ist ja der maximale Level irgendwie nur Stufe 99 und nicht 255. Das wäre hier ein bisschen extrem. Also, ab mit dem Masterschwert in die Gerudo-Büste! Ganondorf had assembled all three pieces of the Triforce. With its unlimited might, he summoned ever greater hordes of monsters. Seeing that the battle was won, Ganondorf vanished from sight. When Zelda learned of the Demon King's disappearance, she saw a thin ray of hope. If the remaining Hyrulean army could defeat Zant and Ghirahim in their master's absence, perhaps there was a chance. Taking the fight to the enemy's stronghold in Gerudo Desert, Zelda was determined to end the war before the day was through. Richtig, so sieht's aus im Puppenhaus. Oder doch eher im Königshaus, was auch immer. Interessant, jetzt bin ich nur mit Link alleine, die anderen kann ich irgendwie, muss wieder Link alleine schaffen, was auch immer. So, Schlachtfeld, ganz kurz wieder checken. Also links Zelda, Lana und einige Kronhauptmänner sind auf meiner Seite. Bei den Feinden logischerweise Ghirahim mit einigen Schildmoblins. Komisch, Zant im Moment doch gar nicht zu sehen. Und in der Wüstenmittelfestung gibt es eine Truhe. Die werde ich vielleicht gleich als erstes einnehmen. Weil auf der Karte, ihr seht ja schon, da wo der grüne Pfeil ist, bin ich. Und da oben ist schon die Wüstenmittelfestung, ist gar nicht so weit weg. Also gut, Schlacht beginnen. Hyrule bleibt nur noch diese letzte Hoffnung. Wir müssen Zant und Ghirahim besiegen. Wenn du eine Revanche willst, bin ich jederzeit bereit, falls du je wieder kämpfen kannst. Na, da reißt aber immer ganz schön das Maul auf. Wir sind dem Feind hoffnungslos unterlegen. Wenn auch nur ein einziger flieht, ist es aus. Keine Sorge, ich fliehe vor nichts und niemandem. Das will ich auch hoffen, Lana. Das will ich wirklich hoffen.
Ja, und Link wird es sowieso wenig klein beigeben. So, Zelda und Lana dürfen nicht fliehen, ist mir schon klar. Jetzt sollten wir unser Augenmerk auf Kiran in der südlichen Wüste richten. Und auf diesen fetten Schwabbel, der jetzt gerade gefallen ist. Wir dürfen aber nichts überstürzen. Die Wüstenhitze wird uns zusätzliche Kraft kosten. Neue Mission, besieger Girahim. Und der ist auch gleich hier vorne drin. Oh nein, ich kann kaum mehr stehen. Die Hitze, der Kampf, ich brauche Hilfe. So, die Wüstenhitze setzt Lana zu. Ich setze jetzt Girahim zu. Yeah, so, komm her, du alle Tunte. Lana darf nicht fliehen, ja, ich weiß. Hier ist ja nochmal so eine dämliche Dekorana-Pflanze. Die Wüstensonne setzt ihm zu. Schergen, gib diesen Narren den Rest. Ich hab grad Level up bekommen, Stufe 43. Hey, Girahim, wo willst du hin? Ich hielt mir aber natürlich gegen Lana vor. Da haut der alle Girahim einfach mal ab. Also, schlagt euch besser, als ich erwartet habe. Bitte verzeiht, doch nun ziehe ich mich zurück. Girahim versucht zu fliehen. Was? Ist Girahim da gerade geflüchtet? Das sieht ganz so aus. Das könnte eine Falle sein. Sollen wir Girahim verfolgen? Verfolge Girahim. Na nix da, es würde erstmal die Wüstenmittelfestung eingenommen. Ich will den Schatz haben. So, die Südoase wurde erobert. Wenn wir die Oase kontrollieren, sollte die Wüste für uns kein Problem mehr sein. Auch im Norden ist eine Oase. Wenn wir beide einnehmen, verliert die Wüste ihren Schrecken. So, die iranischen Truppen im Süden der Wüste verlieren keine Energie mehr. Das ist doch gut. Und da haben auch schon... na super, das sind ja nur Rubine. Was ist das für ein Schwachsinn hier? Wäre auch zu schön gewesen, wenn da aus der Herzmitte verliehen gewesen wäre. Nee, nee, nee. Sind nur Rubine, aber die kann ich trotzdem gut gebrauchen. Alles klar. So, Girahim, du bist gleich hier oben. Laut Karte bist du hier in der Nähe. Jetzt krieg ich dich. Und komischerweise, jetzt gibt es auf einmal doch eine Eulenstatue hier. Bei Gandalf, wie ich hier war mit ihm, gab's die nicht. Also kann der da irgendwie gar nicht benutzen. Der ist vielleicht, hat der zu große Hände, um die Ocarina zu spielen. So, Girahim versucht erneut zu fliehen. Was geht mit dem? So, komm her. Und nimm den. So, du weißt mal, schön hier. Bam. So, der Kronhauptmann wurde von feindlichen Truppen vertrieben. Mann, ihr Kronhauptleute, ihr seid doch alle doof. Ja, Rückzug. Na nix, du bleibst schön hier. Weg gefälligst hier, verdammt. Alter, Girahim, jetzt geh doch endlich mal down, 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 down. Er verliert irgendwie keine Energie mehr. Was ist hier los? Er verliert keine Energie mehr. Was soll denn der Quatsch? Soll ich verarschen? Was ist das für ein billiger Trick? Irgendwie... Ja, weil er versucht doch einfach noch weiter wegzulaufen. Was hat der alte Typ vor? So, dann nehme ich halt einfach mal hier den Vorposten ein. Das ist immer ganz nützlich. Und der Truppennachschub so. Wo will er denn hin? Ah, in diese Festung hier wieder rein. Willst du mir etwa da drin eine Falle stellen oder was? In der Wüstenburg-Festung. Na, dann komm doch her, ich habe keine Angst vor dir. Was? Und schlitz. Ah, Mission erfolgreich. Girahim besiegt. Haha. Was sagst du nun? Girahim wurde zwar besiegt, aber der Sieg, er war zu einfach. Xanthu wurde gesichtet. Wir haben sie angelockt. Jetzt schließt die Tore und trennt sie von den anderen. Die Tore zwischen Wüste und Wüstenburg wurden geschlossen. Was zum Teufel? Oh nein, wo sind die anderen? Ich bin wohl in eine Falle getappt. Die Moral von Lana sinkt. Ach nö. Nicht gut, gar nicht gut. Ganz allein bist du in Gefahr. Komm zurück zu uns. Erreiche schnellstmöglich Lana. So, hier. Plötzlich auf einmal gibt es hier eine Eulenstatue. Ist aber auch die einzige.
Hier ist es gefährlich. Es muss doch noch einen Weg durch diese Monsterhorde geben. Rolana rückt Richtung Hawkertiefer. Na, hier einfach mal das Tor zu. Das ist so richtig fies. Ja, der Feind ist nicht mehr fern. Beschützt das Hauptquartier. Schließt das Tor zur Siedlung. Der Eingang zur Siedlung wurde geschlossen, um Zanto zu stoppen. Alle Soldaten, die an der Nordoase kämpfen, müssen sofort zum Hauptquartier. So, der Lan ist jetzt schon in Bedrängnis. Das könnte übel werden, wenn ich sie nicht schnellstmöglich erreiche. Hier sind mehr Feinde als mir lieb ist. Ich brauche Hilfe. So, Schnauzefettsack. Es gibt keinen Ausweg. Irre durch die Wüste oder geht gleich hier zugrunde. Zanto hat die Klippenrandfestung zum Teil geschlossen. Ja, und die muss ich jetzt einnehmen, um hier rauszukommen. Vertreib die Feinde in der Festung und öffne die Tore. So, mach ich gerade. Riesenwirbelattacke. Ja. Besiege den Schildmoblin. Der rumwirbeltwistet. Jetzt bin ich völlig eingekreist. Was soll ich denn tun? Helft mir! Ja, Klippenrandfestung ist offen. Flupp! Ah, man kies auch voll. Oh nein, Lan ist ein Zinkel. Wir müssen ihr helfen. Neue Mission, erreiche Lana. Schildmoblin wurde besiegt. Und die Klippenrandfestung hat sich auch komplett eingenommen. So. Anderswo geht es jetzt auch gar nicht lang, außer hier runter. Die anderen kämpfen tapfer. Ich muss die feindlichen Linien durchbrechen. Ja, die Moral von Lana steigt. Na geht doch. So, 500 Feinde besiegt. Da ist Zanto. Auf dich kann man sie wirklich verlassen. So, Zanto, jetzt bist du dran. Das Zentralwüstentor wurde von Zanto geschlossen. Ey, sag mal, wie machst du das überhaupt? Was ist das für ein billiger Trick? Bezwinge mich und du siehst deine Freunde wieder. Doch wenn nicht... Zanto hat sich wegteleportiert. Ey, was soll das? Der schummelt. Zanto versucht wohl Zeit zu gewinnen. Besieg ihn, schnell. So, ich habe ihn schon wieder erspäht. Er ist da vorne. Siege schnellstmöglich Zanto. So, komme ja jetzt. Und was? Voll ins Gesicht. Und gleich nochmal. Riesenwirbelattacke. So. Ich kann ihn nicht viel länger standhalten. Ich brauche dringend Hilfe. Hey, Lana ist in Gefahr. Scheiße. Mann, Zanto verreckt endlich. Und was? Ja, geschafft. Zanto wurde besiegt. Nein, das kann nicht das Ende sein. Na los, drop dein Material, du Sack. So, Zentralwüstentor ist offen und... Achso, ne, drop eine Waffentasche. Das stimmt nicht. Der Feind gibt nicht nach, obwohl Zant und Kieran besiegt sind. Das ist in der Tat seltsam. Ich fürchte, der wahre Kampf steht uns noch bevor. Wir sollten zu den anderen eilen. Erreiche schnellstmöglich Lana. Ja, Lana, ich komme. Wo bist du? Irgendwo dort vorne musst du sein. Da ist sie. Oh, das wird wirklich knapp. Und gerettet. So, alles wieder okay, Lana. Ich bin ja da. Erfülle meinen Wunsch. Hilfe! Mission erfolgreich. Du hast Lana erreicht. Darunia, Midna und Fai wurden gesichtet. Das ist so eine geile Überraschung.
Darunia, Midna und Fire sind nun als spielbare Kämpfer verfügbar. Es gibt ein Wiedersehen mit unseren Kumpels. Wir sind gerettet, danke. Zeigen wir ihnen, dass wir gemeinsam unschlagbar sind. So, die Moral von Lana steigt, genauso wie der Körpergriff von diesem Fettarsch. Die Truppen von Gandalf haben Verstärkung erhalten. Na, eh klar. Und BAM! Die Truppen von Gandalf haben die Wüstenmittelfestung besetzt. Frechheit. So, was haben wir hier drunter? Gar nichts. Die Tore zwischen Wüsten und Wüstenburg sind wieder offen. Jawohl! Truppen von Gandalf rücken Richtung Hauptquartier vor. Von Norden her kommt der Feind. Lasst sie kommen. Ich bin bereit. So, die Südwüstenfesseln und Klippenraffesseln sind offen. So, die Truppen von Gandalf rücken Richtung Hauptquartier vor. Jetzt werde ich erstmal die nördliche Oase einnehmen. Das ist nämlich wichtig. Vom Süden kommen auch welche, sehr gut. So wird es hier bestimmt nicht langweilig. Und die Nordoase wurde eingenommen. Unser Feind ist auch ohne Geomonsanto erstaunlich gut organisiert. Irgendjemand muss im Hintergrund Befehle geben. Mag sein. Doch erst einmal sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Feinde vor uns richten. Hindere die Truppen von Gandalf am Angriff! So, da vorne ins Gesicht. Der Eingang des Siedlung wurde von den Truppen von Gandalf geöffnet. Na, eh klar. Sie haben das Tor aufgebrochen! Es sind einfach zu viele! Und in your Schwabbelface! Es kommen immer mehr nach. Irgendwer muss ihnen aus dem Hintergrund Befehle geben. Er fragt sich nur wer. Die Eroberer rücken gegen die Festung der Hylianischen Truppen vor. Na was denn noch alles? Besiege alle Eroberer! So, die Festung der Hylianischen Truppen dürfen nicht fallen. Sonst bist du scheiße, genau wie der Typ da. So, der Motivator und der Magus wieder am Mund gesehen. Jetzt ist hier die Kacke am Dampfen, ey. Jetzt ist Wahnsinn. Der Motivator plant etwas. Ja, bestimmt was total Versautes. Ich spüre, dass etwas Verdächtiges vor sich geht. Wir sollten sie schnellstmöglich besiegen. So, hier ist der Scheißendreck-Motivator. Einfach alle verdächtigen Gestalten verkloppen in Ordnung. Komm mit nach. Und Level up. Und der Motivator ist tot. Wenn es sein muss, ich hoffe nur, dass du uns nicht in Schwierigkeiten bringst. Aber da ruhen wir doch nicht mit. Was denkst du denn von ihm? So, nein, bist du ein bisschen den Motivator und Magus wieder an. Der Motivator ist schon down. Unser Erfolg gegen Gerim und Santo scheint den Feind eher stärker gemacht zu haben. Was ich überhaupt nicht verstehe. Gerim und Santo haben sich seltsam verhalten. Ich meine, seltsamer als sonst. Vielleicht waren sie es gar nicht. Vielleicht lauern sie noch im Verborgenen. Na, endlich habt das geschnallt, hä? Das waren irgendwelche billigen Kopien. Ich verteidige das Hauptquartier. Du musst die echten Gerim und Santo finden. So, neue Mission. Finde und besiege Gerim und Santo. Mir scheint, dass sie unsere Fährte aufgenommen haben. Und tschüss, Mann. Na und, dann ist es eben an der Zeit, dass wir sie vernichten. Zum Angriff. So, alle Truppen von Gandalf rücken Richtung Hauptquartier. Jetzt mal ganz kurz hier mal, also. Ihr seht hier, ich könnte theoretisch jetzt auch Midna sein oder Darunia oder Fai, aber mir geht es jetzt darum, wo zum Teufel ist jetzt der Magus-Veteran? Der ist da ganz oben. Dort oben bei dem einen Vorposten. Na gut, da komme ich ja relativ rasch hin. Da muss ich mich jetzt auch nicht extra hinflöten mit der Eule irgendwie. Das geht auch zu Fuß. So weit weg ist das ja nicht. So, die Südwüsten zieht die Soldaten Lebensenergie. Warum? Achso, weil wir die Südoase schon wieder an den Fern verloren haben. Deswegen so eine Scheiße. Wieso ist denn die schon wieder gefallen? Wollt ihr mich verarschen? So, na warte. Trotzdem, der Magus-Veteran muss um jeden Preis jetzt mal besiegt werden. Bevor der noch irgendwie Mistborden jemanden beschwört. So, da ist er ja schon. Komm mal her. Geh mal schön sterben. Zack, und das war's. Der Oberer hat das Hauptquartier erreicht. Das ist eher uncool.
So, der Oberer muss ebenfalls schnell besiegt werden. Ganz, ganz schnell. Ja, was hier immer alles schnell besiegt werden muss. So, wenigstens sind motivierte Magus-Veteranen schon mal weg. Die können also jetzt nicht mehr gefährlich werden. Verdächtige Aktivitäten beendet. Die Verteidigung sollte uns jetzt leichter fallen. Die Fähne waren wirklich nicht der Rede wert. Hey, ohne meine Hilfe wäre dir das aber nicht so leicht gelungen. Da wäre das nicht so leicht gefallen, ja. Wäre dir das nicht so leicht gefallen? Von wegen, du hast ja gar nichts gemacht. Am ersten werden wir sie dort finden, wo weder wir noch ihre Doppelgänger waren. Ja, das kann ja überall sein. Bestimmt haben sie beiden von irgendeinem sicheren Ort die Schlacht im Blick. Ja, beginn dich zur Festung, finde Giro Monsanto. Die ollen Kacknasen. Sie wollen unser Hauptquartier einnehmen. Besiege Giro Monsanto, schnell! Jetzt werde ich erstmal die Südoase wieder zurückerobern. So, besiege Giro Monsanto schnellstmöglich. Ja, was ich immer alles hier schnellstmöglich machen soll. Das ist so lästig. So, zack, zack, zack. Und Südoase gehört wieder uns. Jetzt verlieren wir hier unten wieder keine Energie mehr. Und, da ist der Eroberer. Warte, du dreckiger Bastard! Wo willst du denn hin, Mann? Du wirst jetzt sterben, genau wie alle anderen. So, ich sagte, du stirbst jetzt. Dankeschön. Ja, sehr gut. So, wenn ich jetzt schon mal hier bin, ich muss sowieso unbedingt zu unserem Hauptquartier, weil da ist schon jemand drin. Das ist nicht gut. Das ist nämlich jemand, der nicht zu uns gehört. So, Schlitz und Tod. Ja, da sind Eroberer drin. Was machst du da? Das sind sogar nicht zwei von diesen Fettärschen, aber der Doppelschlitz. Immer noch nicht tot, hä? Haltet mir echt ein bisschen zu viel aus. Ihr seid einfach zu fett. Da kann nicht mal das Masterschwert sich durch das ganze Fett durchschneiden. Das ist ja ekelhaft. Dann auch noch diese Nippel-Piercings. So, Eroberer down. Wir müssen sowieso alle killen. Und Skulptur wurde gesichtet. Ui, in der zentralen Mitte. So, 1000 Feinde besiegt. Ich muss die Skulptur aber unbedingt mal finden. Obwohl, Darunia, die müsste in deiner Nähe irgendwo sein. Da vorne vielleicht, unter dem Felsen. Bitte, bitte lass sie das sein. Diese Kraft klingt, du bist ein wahrer Held. Und ja, da ist sie. So, Bombis. Dann darf Darunia mal die Skulptur zermatschen. Alter, voll mit Hammer drauf gehauen. Yeah, Bildfragment. So. Und wieder links. Weil hier ist nämlich noch ein letzter Eroberer. Direkt vor unserer Tür. Oder nee, der ist ja sogar schon reinmarschiert. Was bildest du da ein? Kommst du her? Atz, 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 atz. Oh mein Gott. Boah, Platscher hier. Hat sie voll vergessen. Und nimmt das voll auf die Nippel. Das war der letzte. Mission erfolgreich. Die Eroberer wurden alle besiegt. Mission abgeschlossen, ich werde den Kampf gegen unsere Feinde fortsetzen. Die Zahl der gefährlichen Feinde hat abgenommen. Jetzt müssen wir angreifen. Morale der nationalen Truppen steigt, das ist gut. Das ist immer gut. So, bevor jetzt hier aus der Richtung der natürlichen Feinde kommen, nehme ich natürlich den Vorposten wieder ein. Das war schon... Man, gut, man hat es ja irgendwie... Hat man es ja eigentlich gemerkt, als wir gegen Zantugiren gekämpft haben. Wir waren beide nämlich ein bisschen blass. So von der Farbe, von der Darstellung waren die einfach viel zu hell dargestellt. Und da hat man schon... Da hat man sich schon eigentlich denken können, dass das unmöglich die echten waren. Und das waren sie halt eben auch nicht. Haben wir uns einfach mal voll fies verarscht. So... Nur den Südwüstenfesseln wieder einnehmen. Ich habe immer noch nicht den Herzgott der Verlinkt gefunden. Verdammt nochmal, wo ist denn der? Das kann doch nicht sein. Ich war doch jetzt schon größtenteils über gucken. Oh, das sieht gar nicht gut. Das war das Mitten im Bedrängnis. Ja, der ist auch gerade im Gefängnis. Nee, nicht wirklich. So, hier vielleicht irgendwo. Warte mal, was ist denn hier hinter? Hier ist eigentlich gar nichts. Oder? Doch, hier ist was, aber es ist auch wieder nur eine normale Rubintruhe. Kann aber nicht schaden, das mitzunehmen. Ah ne, Blödsinn, eine Waffentasche, na auch okay. Wenn es wenigstens eine halbwegs gute Waffe ist mit ein paar Sternen und Sockeln und so, coolen Fähigkeiten, das wäre schön.
Aber das kann man ja eh nicht wissen. Oder vielleicht sogar hier drunter ist ja auch nochmal. Mann, irgendwo muss das doch sein. Ah, hier! Leute, ich habe ihn endlich gefunden. Das kann nur der Herzcontainer sein. Her damit! Na, endlich! Gefunden! Und ihr seht, die zweite Herzreihe hat soeben angefangen. Super, endlich. Also ja, die ganze Zeit unter dem Felsen drunter. Ich meine, rein physikalisch betrachtet ist das doch völlig unmöglich. Wie passt eine Truhe aus Holz unter einen Felsen? Wie geht das überhaupt? Wie passt die da drunter? Die war ja nicht in einer Grube irgendwie so. Die stand direkt ganz flach auf dem Boden. Sonst könnte ich mir das nur erklären, ja, es ist eine Grube, da steht die Truhe drin und obendrauf liegt der Felsen. Aber hier, das habe ich noch nie kapiert, wie das gehen kann. Das geht nicht. So, aber da mal mitten, du selber kannst doch auch mal was machen hier. Erober du doch mal die Wüstenmittelfestung. Das ist doch sonst so cool. So, hier. Yeah. Ich würde das vielleicht über den Fetten hier treffen sollen. Wow. Na, sie ist gerade nur Stufe 16. Aber ihr seht schon, sie hat auch einige ganz coole Kombos drauf, obwohl das ja nicht ihre wahre Gestalt ist. Denn in der wäre sie doch wesentlich mächtiger. Haben wir ja kurzzeitig im Schattenpalast gesehen, wo wir mit Linkel waren. Das war echt schade, ey, dass sie sich wieder zurückverwandelt hat, weil sie eben... Na, ihr wisst schon. Weil sie halt leider den Kristall zerstören musste. So, hier, Fritz, Kaboom! Und Wüstenmittelfestung erobert. Klar, so, wo ist hier, war jetzt hier nicht nur so ein Schwabbel? Ne, egal, zum Link, bist wieder am Drücker und jetzt geht es hier hinein. Was? Corona hat meine Gefahr, ja, Pech gehabt. Nicht mein Problem. Hab dafür jetzt auch keine Zeit, bin gerade ganz woanders. So, Girim und Zander wurden entdeckt, da seid ihr ja. Habt ihr mich endlich gefunden, doch ich sehe nicht, wie ihr mich besiegen könnt, ach nein. Oder vielleicht ja so! Riesenlevel-Attacke! Oh, ich hoffe, ihr hattet auch einen Spaß, denn jetzt wird es richtig ernst. Aha, wenn wir euch zerschlagen, gehört uns der Sieg. So, komm her jetzt und nehmt den! Und Girim wurde schon mal besiegt. Besiegt von diesen Würmern, aber diese Welt, sie gehört meinem Meister. Na, wovon kommst du nachts? Jetzt bleibt nur noch Zanto. Wir müssen ihn mit vereinten Kräften bezwingen. So, da geht das Masterschwert hat sowieso keine Chance. Komm her, Riesenwirbelattacke. Ich bin froh, dass ich wenigstens die Skulptur wieder gefunden habe und auch den Herzcontainer. Weil auf Lana kann ich auf Wummerweise nicht wechseln. Also kann ich hier jetzt noch ganz bekommen. So, noch eine letzte Riesenmüllattacke. Ich habe zum Glück schon drei Spezialangriffsleisten für Link und das ist ein Ende. Yeah. Wir haben es geschafft. Was zum Du? Wie ist es dir gelungen, das Blatt so zu euren Gunsten zu wenden? Weil ich geil bin. Und die Mission war erfolgreich. Girim und Zander wurden besiegt. Ein für alle Mal. Kommen hoffentlich nie wieder. Wir haben die Monsterhorden geschlagen. Das Licht der Hoffnung strahlt über Hyrule. Na bitte, die Schlacht hat ja ausnahmsweise mal nicht so mega lang gedauert wie die anderen. 187.104 Rubine, nicht schlecht, das wird sich schön aufgehoben, wird schon gespart. Naja, eher mittelprächtige Waffen, da gibt's besseres. Aber egal, so, ein Moblin Großschild, Xanthos magisches Juwel und sogar zweimal Girims Schärpe. Wie ich nie deren Goldmaterial bekomme, da bin ich einfach Pech. So, 10 Schildmoblin-Helme noch und 30 Metallplatten, nicht zu vergessen, das Bildfragment. Es fehlen nur noch mehr 3 Bildfragmente, dann ist das erste Bild endlich vollständig. So, Leute, und jetzt haben wir hier die absolut allerletzte Schlacht der Hauptstory im Legendenmodus. Die Bewahrung des Triforce.
Da sind ziemlich viele Kämpfer natürlich verfügbar, aber logischerweise wird das Link erledigen, weil ich finde, er ist einfach, erstens ist er sowieso mein Lieblingskämpfer hier, weil ich mit dem schon auf der Wii U super duper gut umgehen konnte. Das Element Licht ist empfohlen hier bei Ganons Schloss vor allem. Ja, Schloss Hyrule gibt es nämlich nicht mehr länger, jetzt ist es Ganons Schloss geworden. So wie in Ocarina of Time, eigentlich voll geil gemacht und naja, vor allem hat er das Master Schwert, das ist sowieso die einzige Waffe, die Ganondorf vernichten kann, also wird es dazu kommen, dass sich Link und Ganondorf und alle anderen in einer epischen finalen Schlacht gegenüberstehen, die das Schicksal von Hyrule oder vielleicht sogar der ganzen Welt entscheiden wird, aber das dann natürlich im nächsten spannenden, epischen, geilen, super gigatollen, hyper duper Part von Hyrule Warriors Legend. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.